Muss ich mal gucken, wo waren das jetzt eigentlich? War das hier? Oh, so creepy wieder. Okay. Ich glaube, hier war es jetzt eigentlich, oder? Nein, da war es auch nicht. Ich dachte. Okay. Wollte die andere Seite mal wenigstens mal anzünden. Ist nicht? Doch, für mich. Ob das was bringt, ist eine andere Sache. Das werden wir noch sehen. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit nach oben oder nach unten. Ich wähle die fürchterlichste für mich, nämlich nach unten. Jetzt geht oben dabei runterzufallen. Ich empfinde die nach unten gehende Version schlimmer als die andere. Ich glaube, ich weiß auch warum. Kann ich nicht mehr nach oben? Ich glaube, ich gehe doch erst nach oben. Genau, oben hört es schöner an. Ja, viel besser. Viel besser als da unten gehen. Ich weiß, warum hier so oft gespeichert wird. Huch, das glaube ich auch noch gegen die Wand. Jo. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht erfahren, aber ist ja egal. Die Melodie da gefällt mir jetzt gerade auch nicht so ganz, aber es ist auf jeden Fall. Okay. Hier ist irgendwo das P. Ah. She has it. She did it. She's done it. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see her. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. Ich hoffe, dass die Fackel jetzt bloß doch nicht erlischt, wie die jetzt gesagt haben, dass sie erlischen würde, weil dann haben wir ein kleines Problem. Ich glaube, ich muss jetzt nach unten. Ich will nicht nach unten. Aber ich muss nach unten. Ich will nicht da unten. Ich will ums Verrecken wirklich nicht da unten. Aber ich denke mal, sobald wir unten sind, werde ich auch für heute erstmal Schluss machen. Und mir neuen Mut sammeln. Nein. Einfach so halt.
hier richtig liegt, wieder eh gleich hier gespeichert. Ja. Ich denke zumindest, dass es gespeichert wird. Gehen wir weiter. Die Luft ist sicher. Ach komm, versuchen wir es halt mal durchzugehen. Eigentlich möchte ich hier beenden, aber. Das ist nicht gerade. Moment. Wenn wir irgendwie. Okay, ich muss dahin. Ich muss dahin. So. Jetzt auch da. Und Fackel nehmen. Oh. Erstmal Speis abwischen. Und jetzt zurück. Diesmal brauchen wir Gott sei Dank nicht zu rennen. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was passiert, wenn wir erwischt werden von diesem irgendwas, was da ist. Ganz ehrlich nicht. Und hier soll irgendwo das sein, was wir suchen. Nur wo? Ich sehe es jetzt auf Anhieb gerade gar nicht. Ich glaube, ich muss weiter hier rein. Finde ich nicht so lustig, aber egal. Jetzt aber. Do you feel it? The beast is crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? Kann alles möglich sein, das wissen wir ja alles nicht. Aber wir haben es zumindest geschafft. Ja, ich bin hier runterfallen. Ein bisschen Angst davor. Ja, hallo? Gehst du? Hallo? Na, jetzt so. Mach mir doch keine Angst, Mädel, hier. Ist hier noch irgendwas? Guck mal, hier ist was. Yay! Ich hab was gefunden. Rian the Dwarf's sole desire
is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rhaen would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rhaen reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rhaen go in search of Fafnir. Mother doesn't exist. Where is her mother? It's just another trick. Don't go towards it. Stupid girl! It's a trap. The beast is coming. Stupid. I don't know what keeping me away from the others. Away from Tilly. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. So, aber das werden wir nicht mehr heute tun. Drückt man sich jetzt eine Pause, nicht, dass da jetzt wirklich dieses Dunkelheit da kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich hoffe, wir werden Dillians Kopf, eher gesagt, wieder, also nicht Dillian selbst, sondern seinen Kopf, eher gesagt, wiederfinden und ihn retten können und jo, das Spiel nimmt einen ganz schön mit, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, es hat ja, hat echt viel, viel Atmosphäre, vor allem düstere Atmosphäre, finde ich. Und die Story, die noch dabei ist, einfach genial. Passt alles zusammen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin wünsche ich einen schönen Abend und man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao!